Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Und ja, Tipp, natürlich, wir gehen hier runter. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Vorsichtig. Und zur Not klettern wir wieder hoch. Ich hab böses Déjà-vu. Aus dem ersten Teil. War jetzt schon ganz schön Munition, die wir hier vergeudet haben. Scheiße. Ich glaube, das war's jetzt. Die Ninja-Typen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Benzin. Gleich im Schwimmen weg. Ja, gut. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Können wir das Auto nehmen? Sieht geil aus hier mit dem Zeug. Gasbenzin. Voll? Kann ich nichts machen? Nee. Ah, guck mal. Wir könnten Lauschbewegungsmodus. Idiot. Oder. Schnelle Fertigung. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Bleiben wir. Oh. Bleiben wir bei dem. Voll. Aber. Kann ich das austauschen? Kann ich das nicht austauschen? So. Ich hätte natürlich auch noch die Machete gehabt, ne? So. Mal eben gucken. Alles geladen. In den meisten Fällen war es ja so, dass was nachkam. Und, warte, wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Beschreib's bloß nicht. Das war ein kleiner Schluck. Das Fuck-Fedra-Tor wartet auf uns. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Dina, ich komme. Schon.
Okay, lass los. Gut gemacht, Babe. Danke. Oh, ich dachte, was steht denn da? Okay, Tor. Rusten Coffee, ja. So, jetzt haben wir alles vollständig. Ich hoffe, wir haben alles gefunden. Irgendwie sieht es so ein bisschen so aus, als wenn da unten noch was fehlt. Irgendwie konnten wir fast überall rein. Wir laufen das gleich nochmal ab, kurz. Aber auch wirklich nur kurz. Ach, das sind eh kaputte Gebäude. Und den Rest. Der Rest kommt dann danach. Einmal weiß ich, wo ich noch Munition herkriege. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur, wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken. Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Was kann ich sagen? Ist cool. Ja. Wirklich. So, nochmal kurz basteln. Sofern wir was basteln können. Ich glaube, ich nehme doch noch mal die Feuerrate bei dem. Meine schöne Schroti. Dann geht's zum BLF Hauptquartier. Welches wahrscheinlich gar keins mehr ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da noch viel los ist, weil wir konnten uns hier so frei bewegen. Ohne Patrouillen oder sonstiges. Vielleicht haben sie uns aber auch nur beobachtet. Kann natürlich auch sein. Also ich denke, wir haben alles gefunden. So, ich glaube, das eine Gebäude auf dieser Karte war halt das hier. Ne? Und das da steht ja gar nicht mehr. Guck mal eben auf die Karte. Ja, genau. Das da steht da nicht mehr, das dahinter auch nicht. Und dahinter ist halt die Bank. Da haben wir nichts gefunden. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wir wirklich alles haben hier. Ich bin der Meinung, ich kann irgendwie noch da hoch. Ich weiß nicht wie, weil da steht so eine Kiste. Vielleicht von der Seite irgendwie mit dem Seil später oder so. Mal sehen. Ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Na dann. Hotel. Das hatten wir im ersten Teil auch. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Ach so. Die Seitengeneratoren sind ziemlich zäh. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Gate East 2. Code. Ups.
Was ist neu? Was war das? Gate East 2? Also 5, 3, 4, 5. Sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Ich habe kein gutes Gefühl. Wolf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Ein bisschen. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Ach, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Ich auch nicht. Ich muss mich mal eben umgucken. Okay, ich kann da nicht ran. Die ist irgendwie im Kampfmodus. Da ist keiner hier, ne? Ich hab's ja irgendwie geahnt. Hier haben wir den nächsten Generator. East 1? Haben wir East 1? Muss mal eben gucken hier. Was ist da jetzt neu? Achso, BLF. Dann können wir vielleicht noch was entdecken. Weil da vorne geht es noch ein Stück weiter, aber nicht viel. Nein, falscher Knopf. East 1. Ah, fehlt uns sowieso. Das heißt, wir müssen einmal ins Hotel. Dann machen wir das. So. Hier ist zufällig natürlich gerade ein Infizierter über den Zaun. Warum auch immer. Geht er ins Hotel und nichts passiert. Oh, my God.
anderen hatte ich gar nicht auf dem Plan. Das war das. Nein! Ich will... Was will ich denn? Ich soll irgendwas herstellen. Ach so, ja, klar. Kann ich irgendwas herstellen. Hab ja einen Molly geworfen. Irgendwie bimmelt mein Handy die ganze Zeit hier. Ich weiß, ich hoffe, es war nicht in der Aufnahme. Ich mach mal eben den Ton aus. Sorry. So. Keiner hat was von euch. Das finde ich doof. War doch da. Hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf auf Nähe. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat. Dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Der bewegt den Kopf. Habt ihr das gesehen? Drecksau steht gleich wieder auf. Ja, einen Türcode sollten wir zum Beispiel mal mitnehmen. Okay, da würde ich gerne rein. Okay, es geht weiter. Mach das doch noch lauter. Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Da hast du recht. Alles mitnehmen. So, die können wir ja auch noch mal eine basteln. Ich muss ganz ehrlich sagen, so Scheren und so findet man hier seltener als im ersten Teil. Den hier erkenne ich auch nicht. Okay, sie steht. Vielleicht waren die... Die haben ja irgendwas gesagt von wegen... Also das Militär hat ja in irgendeinem Schriftstück gesagt, sollen die sich doch mit den Sekten-Heinis da oder den Schwergläubigen, keine Ahnung, wie sie es genannt haben, auseinandersetzen. Vielleicht waren die hier.
Bruder Tommy. Den habe ich schon gar nicht mehr auf dem Plan gehabt. Der schießt mir gerade in den Kopf. Vielleicht war der schon hier. Den haben wir noch nicht gefunden. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unserem letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf, aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon sind Fedra-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Also ein bisschen erinnern die mich auch an die Fireflies. Na, auch so gegen das Militär und wie sind die bessere Lösungen und so. Und von den Fireflies selbst hat man hier ja noch nichts gesehen, geschweige denn gehört. Weil im Endeffekt haben wir die im ersten Teil ja auch echt fertig gemacht. Oder Joel. Know it all. Know it all. Echter Name Shyla Kim. Intelligenz 100+. Muskelkraft 20, Zugehörigkeit Spark. Als bei der weltberühmten Forscherin Shyla Kim eine frühe Form der Demenz festgestellt wurde, wandte sie sich voller Verzweiflung an Spark. Konnten sie etwas tun, um ihren mentalen Verfall aufzuhalten? Sie willigten ein, ihr eine experimentelle Nano-KI-Festplatte ins Gehirn zu implantieren, die nicht nur ihr Wissen speichern, sondern auch massenhaft neue Informationen ansammeln konnte. Jetzt ist sie ohne Zweifel die klügste lebende Person der Welt. Sparks neue technische Diktatorin und Leiterin der Abteilung Militärforschung. Manche sagen, sie habe ihr Gewissen verloren, andere fragen sich, ob die KI ihren Geist übernommen hat. Neutrale Schurken. Coole Idee. Ja, hier hatten wir alles. Geht's noch höher? Es geht noch höher. Yo. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Bleibt ja gar nichts mehr für uns. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ach.
ganz frisch. Er kann noch nicht weit sein. Ja, weit kann er noch nicht sein. Wie auch noch nicht. Na los. Hier lang geht das raus. Geht gleich los. Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.